Hallo liebe Wii-Piloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking-Video. Ich lese die Kommentare, ich lese die Artikel und teilweise stimme ich ihnen auch zu. Wir sind im Zeitalter der Superhelden-Fatigue angekommen. Das ist ein bisschen traurig, aber es ist auch kein Wunder. Seit Jahren, und ich meine wirklich Jahren, eventuell seit 10 Jahren mittlerweile, Hardy, was würdest du sagen, sind es 10 Jahre oder noch länger? Ich glaube noch länger, aber seit 10 Jahren dominieren Superheldenfilme das Kino. Das heißt, es musste irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo es ein bisschen runtergeht. Ich glaube nicht, dass das nur an der Quantität liegt. Ich glaube, es liegt an der Qualität. Viele Filme, die wir heutzutage haben im Superheldenkosmos, sind nicht mehr das, weshalb ich diese Charaktere liebe, weshalb ich diese Heftchen gelesen habe, als ich kleiner war. Und ehrlich gesagt, weshalb ich diese Heftchen immer noch lese. Aber meiner Meinung nach gibt es immer noch großartige Stories rund um unsere Lieblings-Cape Crusaders. Ehrlich gesagt, dieses Video und ein paar andere Videos, die demnächst kommen werden, ist inspiriert, weil ich gerade so ein bisschen meine Comic-Renaissance erlebe. Ich weiß, auf der Kinoleinwand sagen alle, aber ich lese wieder ein paar Comics, die ich immer mal lesen wollte, teilweise wieder lese und sage, oh, was für gute Stories. Eventuell kommt da noch was auf euch zu, aber das hat mich inspiriert, ein Video zu machen zu meinen Top 10 Lieblings-Superheldenfiguren. Ich sage bewusst Superhelden, nicht Comicfiguren, denn wenn es nur Comicfiguren wären, wären hier auch andere auf der Liste. Aber nein, sie müssen irgendwie Super und Helden sein, deswegen sind sie auf dieser Liste. Wird meine Liste jeden Geschmack treffen? Nein! Ist sie deswegen kacke? Das überlasse ich euch, aber bevor ihr meine Liste verflucht, schreibt mir bitte später in die Kommentare, was eure Top 10 Lieblings-Superhelden sind. Und es gibt hier eine wichtige Regel. Ich wollte dieses Video nur aus einem bestimmten Blickwinkel machen, und zwar, wie gut sie adaptiert worden sind. Also, was wir auf der Leinwand sehen, denn es ist witzig, das Video, der Comic, der mich dazu inspiriert hat, dieses Video zu machen, ist der Hawkeye-Comic von Matt Fraction. Eventuell rede ich darüber auch nochmal. Aber Hawkeye ist nicht annähernd so gut auf der Leinwand oder auf dem Streaming-Service wie im Comic. Deswegen er auch nicht auf der Liste stehen wird. Aber hey, er ist jetzt im Gesamten einer meiner Lieblings-Superhelden-Comic-Figuren. Aber das ist nur in der Literatur. Und ja, es ist Literatur. Nein, heute sprechen wir über Film-Superhelden. So, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung und hier kann es natürlich zu Spoilern kommen, was die jeweiligen Helden angeht. Das heißt, sobald ihr einen Helden seht und der sagt, oh fuck, wer ist das, ich kenne seine Geschichte nicht, vielleicht schaut ihr euch ein anderes Video an, kommt dann wieder zurück, wenn ihr wieder up to date seid und ich freue mich dann ebenfalls auf euch. So, ich glaube, jetzt wurden fast alle Disclaimer disclaimed. Doch bevor ich über Superhelden spreche, Popeye hat seinen Spinat, The Flash braucht ordentlich Zucker und ich... Nun ja, um diese Videos für euch voller Elan durchzuführen, da brauche ich nun mal Holy. Denn Holy gibt mir die nötige Energie, die ich für all diese Videos brauche und das ohne Zucker, Taurin oder zusätzlichen Dosenmüll. Holy verbindet ehrlich gesagt viel mit Superhelden. Umweltfreundlich wie Captain Planet, bunte Designs wie Comichefte und selbst die Alliterationen erinnern an Superhelden. Ihr alle kennt Clark Kent, Peter Parker, Matt Murdock und Bruce Banner. Holys unfassbar leckere Geschmacksrichtungen tragen ihren Superheldencharakter im Namen. Cactus Camel oder mein Favorit Blueberry Bear. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Und da wir schon über die Vielfalt an Geschmäckern reden, Watermelon Whale und die äußerst beliebten Thai Lime Toucan Drinks sind jetzt dauerhaft im Sortiment. Ähnlich wie die Avengers kommen die leckersten Sorten zusammen, wenn ihr sie am dringendsten braucht. Und hier liegt der Hund begraben. Die Justice League, die X-Men und die Avengers, das sind Superhelden. Ich bin keiner. Und trotzdem steht mein Holy überall im Büro rum, damit sich meine Kollegen ehrenlos durchschnurren können. Damit ich nicht zum Superschurken Evil Eve werde, möchte ich euch nun aufs Probierpaket aufmerksam machen. Dann bleibt mein Holy bei mir und ihr habt euer eigenes. Damit ihr endlich aufhört, von mir zu klauen, gibt es jetzt das Starter-Set Deluxe zum Durchprobieren. Das Starter-Set Deluxe enthält einmal Holy Energy 14er Probierbox, einmal Holy Ice Tea 14er Probierbox, einmal Holy Hydration und einen Logo-Shaker. Nehmt mein Angebot wahr und benutzt, wenn ihr Neukunden seid, meinen Code MOVIEPILOT5. Für Bestandskunden habe ich auch was. Da benutzt ihr den Code MOVIEPILOT für 10% Rabatt. So, jetzt wo wir alle einen gestillten Durst haben und uns super fühlen,
Legen wir los mit dem Ranking. Suddenly, I heard a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. Wir fangen mit Platz 10 und hier haben wir Eric Draven, a.k.a. The Crow. Okay, The Crow ist für mich immer noch ein Superheld, aber er ist wahrscheinlich der merkwürdigste Superheld auf meiner Liste, weil er ein Racheengel ist. Fairness halber, ich kenne die Comics nicht, aber ich kenne den großartigen Film mit Brandon Lee. Fun Fact, den tatsächlichen Graphic Novel habe ich Sebastian geschenkt und ich muss ihn auch noch irgendwann lesen. Aber ich muss über Eric Draven sprechen auf der Kinoleinwand, weil ich ihn verflucht nochmal liebe. Was macht Eric Draven so besonders? Dieses ganze Leben in dieser mythologischen Welt, in dieser comic-mäßigen Welt, das hat er sich überhaupt nicht ausgesucht. Ich meine, er ist einfach gestorben. Er wurde brutalst ermordet, hat ein fürchterliches Trauma, hat die Liebe seines Lebens ebenfalls in der gleichen Nacht verloren, in der er sein Leben verloren hat. Und die moralische Gerechtigkeit, die kosmische Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Krähe hat ihn zurückgebracht, eigentlich um das Gegenteil von einem Superhelden zu sein, und zwar, lass Rache walten, schnapp dir diese Arschgeigen, die dir und deiner Verlobten das angetan haben, und mach sie kalt, am besten auf eine sehr kreative Art und Weise, damit Leute wie Eve im Kino was zu klatschen haben. Doch das Ding ist, Eric Draven ist kein Sadist, Eric Draven ist, ja, ein Musiker, ein Poet, jemand mit einem gebrochenen Herzen, und das zieht sich durch den kompletten Film durch. Der Film vergisst die Tragödien nicht und genau deswegen erkennt Eric Draven ab einem gewissen Punkt, Rache ist zwar gut und diese Leute, nee, die kommen nicht in den Knast, die kommen unter die Erde. Aber er erkennt, dass er auch Gutes tun kann mit seinen Fähigkeiten. Er hilft tatsächlich einem kleinen Mädchen, er hilft tatsächlich etwas Gutes inspirieren in den Leuten. Und das in einer Stadt, die noch abgefuckter ist als Gotham City. Würde er die Seele dieser Stadt retten können? Absolut nicht. Aber er hat sein Soll getan. Er hat sich tatsächlich geopfert für andere Menschen. Das heißt, er hat Superkräfte, er ist heldenhaft. In meinem Buch ist er ein Superheld. Der merkwürdigste Superheld auf dieser Liste, absolut. Nichtsdestotrotz, genau deswegen liebe ich ihn, dieses ganze Noir-Szenario, das ihn wirklich umgibt, und fuck it, der Typ spielt E-Gitarre auf dem Dach bei Regen mit Joker-Schminke. Bessere Charakterisierung für den besten Emo-Helden da draußen gibt es für mich nicht. Verdienter 10. Platz. Is it better to be feared or respected? I say, is it too much to ask for both? Wir kommen zu Platz 9 und dieser Charakter musste auf der Liste stehen. Ich glaube, bei vielen anderen steht er weiter oben. Es ist Iron Man. Und ja, ich beziehe mich hier in erster Linie auf Iron Man aus dem Marvel Cinematic Universe, gespielt von Robert Downey Jr. Meine Güte, Iron Man ist ein Charakter, den ich wirklich faszinierend finde. Weil erneut, es ist ein Kerl ohne besondere Superheldenfähigkeiten. Sowohl die tatsächlichen Fähigkeiten, die er besitzt, als auch die moralischen Fähigkeiten. Der erste Akt des Films zeigt uns ein Arschloch. Jemanden, der in jedem anderen Film der Bad Guy wäre, der aber so charismatisch ist in dem, was er tut, dass wir ihn irgendwie lieben. Er hat einen Gottkomplex, er hat so ein Ego und er ist dann auch noch ein Waffenhändler und ich möchte dich hassen, aber ich tue es nicht, du bist einfach zu cool in dem, was du tust. Doch dann hat er, und Tony Stark beschreibt es ja selbst am besten, die beste Real-Life-Phoenix-Geschichte ever. Und ja, bessere Phoenix-Geschichte als Dark Phoenix bei den X-Men auf der Leinwand, allemal. Ja, er wird gefangen genommen und das Besondere ist, seine Waffen sind die, die ihn fast töten. Das heißt, wer ist der Bad Guy in der Welt von Iron Man? Es ist Tony Stark. Es war Stark-Technologie, die ihn so schwer verletzt hat. Es ist Stark-Technologie, die kurz davor steht, sein Herz zu vernichten. Und deswegen ist es auch Stark-Technologie, die Iron Man erschaffen muss. Weil er sich sagt, Gott, also der krasseste Bad Guy in meinem Leben bin ich selbst. Er schaut sich selber in den Spiegel an, kann das nicht sehen, weil er sieht, was in den Nachrichten schon wieder los ist und das aufgrund von ihm, zerschießt die Scheibe und wird zu Iron Man. Und das ist das, was ihn von anderen Superhelden mit so super Gadgets krass unterscheidet. Diese Gadgets, die sind nicht irgendwie nur Mittel zum Zweck. Ohne diesen Anzug ist er immer noch Iron Man. Es ist die Charakterwandlung. Er möchte tatsächlich die Erde beschützen. Er möchte alle beschützen, die er liebt. Und das muss er auch tun, weil er Dreck am Stecken hat. Das ist eine Redemption Story. Das macht ihn derartig komplex. Und das Besondere ist, auf jedem weiteren Schritt seiner Reise
muss er lernen, sein Ego abzuschalten. Weil gerade als er gelernt hat, okay, ich bin Badass und ich kann die Bad Guys besiegen, bin ich nicht cool, feiert er sich und sagt der ganzen Welt, ich bin Iron Man. Aber es sind noch so viele Leute da draußen, die unter ihm gelitten haben, die Rache haben wollen. Auch als er das so ein bisschen in den Griff kriegt, riskiert er seine Beziehung, weil er sagt, oh nee, ich bemitleide mich selbst, ich will Alkoholiker sein. Wann haben wir das letzte Mal einen Rockstar gesehen? Ein Rockstar, wo die Kamera draufhält und wenn er sich daneben benimmt, dann weiß die ganze Welt davon, aber oh, dieser Rockstar ist übrigens auch ein Superheld, auf den wir uns verlassen müssen. Das ist spannendes Storytelling und als wäre das nicht genug, ist das auch nicht der Typ, der gut im Team klarkommt? Was, er soll jetzt mit diesen komischen Avengers und diesem Mega-Good-Guy Captain America zusammenarbeiten? Nein, er wird ihn beleidigen. Auch das muss er lernen. Tony Stark ist eine konstante Entwicklungsgeschichte von einem Typen, der sein Ego hinter sich lassen muss, anerkennen muss, dass er jetzt Iron Man ist. Und mit diesem Satz opfert er sich letztendlich für uns alle und stirbt den Heldentod. Tony Stark hat eine Wahnsinnsgeschichte, Robert Downey Jr. hat ihn wahnsinnig gespielt und ja, die Anzüge allein und was es da immer wieder für neue, coole Gadgets gibt, gerade im ersten Iron Man, ich muss sagen, der erste Iron Man, wenn er das erste Mal seinen Testrun macht, ich will da auch drin fliegen. Dieses Gefühl wurde mir in den anderen Filmen nie wieder wirklich gegeben, aber Tony Stark, aka Iron Man, ist mittlerweile einer der beliebtesten Superhelden aller Zeiten. Und das haben wir dank tatsächlich der Inszenierung auf der Kinoleinwand. Davor, ich kannte ihn aus der 90s Trickserie, aber das war kein Superheld von dem Kaliber, wie wir sie eventuell später noch auf der Liste haben. Nichtsdestotrotz, ich liebe Iron Man. I am Iron Man hat Filmgeschichte geschrieben. Und Robert Downey Jr. verdient all den Applaus, den er bekommen hat, dass er diesen Charakter wirklich so gut umgesetzt hat. Verdienter 9. Platz. And all the whores and politicians will look up and shout, save us. And I'll whisper, no. Wir kommen zu Platz 8 und hier haben wir einen weiteren Superhelden, dessen Jobbeschreibung Superheld ist. Macht das ihn wirklich zu einem Heldenhelden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein streithaftes Thema. Wir haben Rorschach, aka Walter Kovacs aus Watchmen. Okay, die ganze Watchmen-Geschichte dekonstruiert ja das Superhelden-Genre. Und das ist das, was ich an der Nummer liebe. Der Graphic Novel ist ein Meisterwerk. Lest ihn, gebt ihn euch. Aber guckt euch auch den Film an. Und erst recht den Director's Cut. Diesen Ultimate Cut, der was 4 Stunden, 4,5 Stunden geht. Einer meiner Lieblingsfilme aus dem gesamten Genre. Und Rorschach ist ein ziemlich guter Grund, sich den Film anzugucken, weil wir schauen ihn uns an und sagen, wow, das ist Batman, wenn er wirklich gar keine Regeln mehr hätte. Er bringt Leute um. Er sagt, die Welt ist schwarz und weiß und das macht ihn ja schon fast zu einem Bad Guy, aber er hat seine Moral, er hat seine Regeln und er sagt, nee, no compromise. Das heißt, wenn du wirklich ein Monster bist, wenn du schreckliche Sachen machst, ich werde dich finden. Aber gleichzeitig ist er auch ein Detektiv. Und wir haben das Gefühl, er ist ein smoother Kerl, er ist zwar irgendwo ein Psycho, aber er weiß ganz genau, was er da tut. Und ihm ist das Superheldenleben wichtig, weil er an eine bessere Welt glaubt. Er glaubt, er ist Teil von Schmutz. Er ist Schmutz. Aber wenn er diese Arbeit durchzieht lang genug, ist die Welt, die er hinterlässt, eine bessere. Und das macht ihn doch irgendwo zu einem Superhelden. Und gerade wenn wir das Gefühl haben, wir können mit dem Finger auf den Kerl zeigen und meinen, wir verstehen dich, dann nimmt er die Maske ab, weil er ist der Einzige der Watchmen, der immer noch die Maske trägt, wo niemand weiß, wer ist der Typ eigentlich unter der Maske. Und wir finden heraus, nein, er will nicht Walter Kovacs sein. Walter Kovacs ist gestorben durch ein sehr, sehr, sehr traumatisches Erlebnis, zumindest symbolisch. Er ist Rorschach. Diese Maske ist sein Gesicht. Es ist eine Persona, in der er sich verliert, damit sein Leben noch irgendwie Sinn ergibt. Das macht die Nummer umso tragischer. Und da wir schon von Tragik sprechen, wie tragisch ist es bitte, dass er seinen Kompass hat, an dem er festhält. Und selbst als alle Mitglieder der Watchmen sagen, okay, ja, wir opfern jetzt Millionen, um Milliarden zu retten, sagt er, nein, wir opfern keine Menschenleben. Oder wenn ihr es macht, killt mich, dann bin ich auch nur ein weiterer Blutfleck im Fundament eures neuen Utopias. Das macht ihn für mich zu einem richtigen Helden. Er guckt den Leuten ins Gesicht und sagt, nicht mit mir, ich kann euch nicht besiegen, aber ich kann mich opfern. Ich möchte nicht Teil einer derartig abgefuckten Welt sein. Rorschach, verdienter 8. Platz. The name's Rocket. Rocket Raccoon. Wir kommen zu Platz 7 und ja, ich
Ich weiß, Leute werden denken, wirklich Eve, der Waschbär über Iron Man? Oh, yeah. Ja, der Waschbär über Iron Man. Ehrlich gesagt, ich habe auch überlegt, ich könnte die Guardians im Gesamten reinpacken, aber ich wollte Rocket Raccoon aus den Guardians of the Galaxy nehmen, weil er ein Charakter ist, der für mich spätestens nach Guardians of the Galaxy Volume 3 die interessanteste Figur des gesamten MCUs ist, wenn es um Superhelden geht. Er hat angefangen und er war der kleine Mistkerl. Er war der mit dem frechen Spruch. Er war der, der Leute so ein bisschen wegschiebt und lieber sarkastisch ist. Aber gleichzeitig war er ein Tech-Genie und ein Superschütze und konnte jede Waffe basteln. Und er war ein verfluchter Waschbär. Und das hat Spaß gemacht, das mit anzusehen. Aber ich dachte mir, irgendwo steckt da was hinter. Es gibt einen Grund, warum er so ein kleiner Mistkerl ist. Teil 2 hat uns dann gezeigt, okay, er schiebt Leute weg, weil er nicht mehr zulassen kann, geliebt zu werden, weil er irgendetwas Traumatisches durchgemacht hat. Und dann haben wir Teil 3. Und Teil 3 verrät uns ja eigentlich, dass diese ganze Guardians-Saga seine Story ist. Wir dachten, es ist Star-Lords Geschichte und Star-Lord ist ja auch unser Leading Man. Aber Rocket ist eigentlich der geborene Anführer für die Nummer, weil er der sensibelste ist. Er wurde als Baby misshandelt. Er wurde, boah, sein erstes Wort ist Hurts. Und ich schwöre es, ich habe im Kino geheult, dass das passiert ist. Die einzige Familie, die er je hatte in Gefangenschaft, wurde abgemurkst. Und genau deswegen ist er dieser kleine, miese Arsch, der er manchmal ist. Aber er schafft es tatsächlich bei diesen anderen Misfits zu funktionieren und zu sagen, wow, die lieben mich, selbst wenn ich kacke bin, das ist wundervoll. Und daraus wächst bei ihm auch so eine Verantwortung. Er weiß, ich bin jetzt Teil von der Crew, wir haben was drauf, wir haben alle Dreck am Stecken, wir haben alle Scheiße erlebt. So soll die Galaxis nicht für andere aussehen. Und wenn er dann zum Schluss sich dieser Aufgabe annimmt und sagt, ich führe die Guardians an, und das, obwohl ich keine Superkräfte habe, außer dass ich smart bin und gut ballern kann, haben wir tatsächlich über diese 3 Filme eventuell eine der spannendsten Origin-Geschichten für einen Superhelden. Einen Superhelden, der sein eigenes Team anführt. Und deswegen musste Rocket Raccoon auf dieser Liste stehen. Lustig? Ja. Dramatisch? Ohne Ende. Badass? Verflucht nochmal? Ja. Waschbär mit einer Wumme cooler als Iron Man? Ich sage ja. Ich sage Rocket Raccoon steht auf Platz 7. It's been too long since my last confession. My dad, he used to come to this church back when I was a kid. Kommt zu Platz 6 und das ist ein Charakter, den kenne ich aus den Comics, den kenne ich aus einem sehr, 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 sehr beschissenen Film mit Ben Affleck, aber den kenne ich auch aus der großartigen Netflix-Serie Daredevil. Matt Murdock ist so ein bisschen Marvels Antwort auf Batman, aber der Vergleich hinkt hier und da. Es gibt so viel, was ich an dieser Figur liebe. Erstens, euch fällt es vielleicht schon auf, wenn ihr diese Liste so seht, ich stehe auf Damage-Charaktere, Charaktere, die so ein bisschen Knackswerk haben. Vielleicht, weil ich selber einen Knackswerk habe, ich weiß es nicht. Sagt nicht, dass ich einen Knackswerk habe, das darf nur ich, eventuell Hardy. Hardy, habe ich einen Knackswerk? Naja. Matt Murdock ist ein Charakter, der ebenfalls viel durchmachen musste. Alleinerziehender Vater, ist früh gestorben, als Kind blind geworden. Und nun ja, ich höre Stan Lees Stimme in meinem Kopf. You know, justice is blind. Ja, weil das ist Daredevil. Er hat sich tatsächlich zur Aufgabe gemacht, Hell's Kitchen aufzuräumen. Und das als Matt Murdock und als Daredevil. Und das ist das Spannende, weil er glaubt ans Gesetz. Und deswegen ist er Anwalt. Der will da draußen sein, für den kleinen Mann da draußen. Aber als er sieht, dass diese Stadt einfach sowas von fucking korrupt ist, kämpft er auf 2 Fronten. Das bedeutet, nachts ist er Daredevil und vermöbelt die Leute, die davonkommen vor Gericht. Aber tagsüber will er sie dingfest machen, weil er glaubt ans Gesetz. Er ist nicht der Punisher, rennt nicht rum und killt irgendwelche Leute. Er möchte ein Symbol sein für eine bessere Welt. Er hat auch selber Angst, wenn er sich wirklich dieser Nummer hingibt, wenn er so weit geht und Wilson Fisk den Schädel einschlägt, dann hat er verloren. Dann hat er denen etwas gegeben, was er nie verlieren wollte, und zwar seine Unschuld, einen Menschen umgebracht zu haben. Gleichzeitig ist er auch ein Mensch mit Fehlern. Ich meine, er ist irgendwo ein Psycho, er hat irgendwie sein dogmatisches Gedankengut, aber er hat auch Freunde, die er liebt. Foggy Nelson, das ist sein bester Freund, und wenn der herausfindet, dass er Daredevil ist und er es ihm nicht gesagt hat, weint dieser taffe Typ, weil er eventuell seinen besten Freund verliert. Das heißt, er ist so viel menschlicher als die meisten Helden da draußen.
Matt Murdock ist ein Charakter, der mir so ans Herz gewachsen ist. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob die ihn jetzt gut umsetzen können, wenn er zurückkommt. Aber das, was wir bekommen haben in diesen 3 Seasons auf Netflix, war für mich der Startschuss zu sagen, ich gehe nochmal zurück und lese ein paar Frank Miller Daredevil Comics. Habe ich getan, hab's nicht bereut. Daredevil ist ein Charakter, der einfach nur der Wahnsinn ist. Und allein inszenatorisch einer der besten, die wir auf der Leinwand haben. Allein die Actionsequenzen mit ihm, allein die sind es wert, dass er auf der Liste steht. Diese One-Takes, die Tatsache, dass es eine Zeit vor Daredevil gab, wie man so Blockbuster-Mainstream-Action-Sequenzen inszeniert hat und danach. Ich meine, diese Hallway-Sequenzen, die gab es hier und da, aber vor allem in sowas wie Oldboy. Aber das so Mainstream zu machen und dass sich jetzt Leute so auf die Fahne schreiben, ey, wir flexen jetzt selber, wir wollen jetzt selber so sein wie die coolen Indies da draußen, wir wollen euch Action geben, die sich echt anfühlt, die wehtut. Das ist nämlich auch was bei Daredevil. Bei dem fühlst du den Schmerz, bei dem fühlst du die Tatsache, er könnte bei jedem seiner Einsätze sterben. Und er macht's trotzdem. Warum? Weil er ein fucking Superheld ist. Und genau deswegen ist er auf Platz 6. Everything is preordained. Even my responses. Wir kommen zu Platz 5 und jetzt haben wir eigentlich, es ist spannend. Also wir haben einen Übermenschen. Wir haben nicht nur einen Übermenschen, wir haben einen Gott. John Osterman war einfach nur ein Wissenschaftler, der in einen Teilchenbeschleuniger geraten ist und aus ihm ist daraus ein Superwesen geworden. Echt ein echter Superman, ohne Superman zu sein. Die Watchmen erneut werden hier Teil meiner Liste, denn er ist das Gegenstück zu Rorschach. Er ist der Einzige im Team, der Superkräfte hat und nicht irgendwelche. Er hat alle. Er sieht die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart parallel. Es gibt nichts, was er nicht beeinflussen kann, außer den menschlichen Willen. Er ist ein derartiger Gott, dass er aufgehört hat, sich für Menschen zu jucken. Und das macht ihn so interessant. Dieses Superhelden-Ding ist nur noch sein Job. Schickt ihn nach Vietnam, damit er den Krieg für uns gewinnt. Okay. Aber letztendlich hat er es satt, sich auf Menschen einzulassen, weil er gemerkt hat, nee, ich bin so weit weg davon. Aber auch hier erfahren wir später, dass es ein wenig komplexer ist als das, denn er ist immer noch verliebt in Silk Spectre 2 und er versteckt all diese Emotionen unter diesem Vorwand, überdrüssig dem allen zu sein. Er ist ein allmächtiger Gott, der unter uns wandert, der trotzdem noch so sensibel ist, aber gleichzeitig in der Lage wäre, diesen Planeten so zu zerschnipsen. Seine Art von Superheldentum ist Logik, weil er die absolute Logik hat. Jemand, der die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart gleichzeitig, also simultan lebt, der geht ganz anders mit Entscheidungen um, wie er den Tag rettet. Und das macht ihn auf der einen Seite unfassbar gefühlskalt auf der Oberfläche, auf der anderen Seite unfassbar pragmatisch und alle werden sagen, ah, du hast doch irgendwo recht, außer Rorschach. Dr. Manhattan ist ein Charakter, der mir gezeigt hat, oh, dieses Superhelden-Ding, diese Kräfte zu haben, das ist nicht zwingend was Geiles, das ist vielleicht ein Fluch. Das heißt, er kann für eine bessere Welt sorgen, er will für eine bessere Welt sorgen, aber er selber hat kein Leben, er ist irgendwo fertig. Ich würde ihn schon fast als einen manisch-depressiven Gott bezeichnen und das macht ihn so komplex, so faszinierend und zu einem meiner absoluten Superheldenfiguren. What kind of monster are you? Komm zu Platz 4. Ich liebe die Comics, ich liebe die Solo-Comics, ich liebe die Team-Up-Comics und ich liebe die Filme und ich liebe einen der Solo-Filme, Wolverine aka Logan. Wolverine ist für mich trotz allem der coolste X-Men ever. Ich liebe die X-Men-Filme, ich habe schon häufig darüber geredet. Ich liebe auch Magneto und die Brotherhood of Mutants. Aber Wolverine ist eine Wildcard in dem eigenen Franchise, in dem er die Hauptfigur ist, zumindest auf der Leinwand. Weil er ist der eine Kerl, der mit diesen X-Men gar nichts am Hut hat. Er ist ein Mutant, wir wissen, er hat eine düstere Vergangenheit, an die er sich selber nicht erinnern kann. Das heißt, das Einzige, was er hat, sind seine animalischen Triebe und die Tatsache, dass er weiß, er kann seine Fähigkeiten, dieses Selbstheilen und Krallen rausholen, benutzen, um schnell einen Dollar zu verdienen als Cagefighter. Das ist Wolverine. Erst als er auf so ein kleines Mädel aufmerksam gemacht wird, Rogue, denkt er sich, ja, aber so scheiße bin ich nicht. Irgendwo unter dem ganzen Dreck steckt tatsächlich noch ein Herz. Ein Herz, das zerbrochen wurde, weil ich ein Outlaw bin, weil ich jemand bin,
der nicht mal mehr weiß, wo er herkommt. Der findet seine Familie bei den X-Men. Und obwohl er auch da so ein bisschen der Außenseiter ist und mit dem Finger auf alle zeigt und sagt, du bist doof, du bist blöd, dir gebe ich einen scheiß Spitznamen, fängt er langsam an, eine Familie zu finden. Er entwickelt väterliche Gefühle für Rogue. Er entwickelt romantische Gefühle für Jean Grey. Und Charles Xavier wird quasi sein Vater. Umso trauriger ist es, dass er der Typ ist, der immer alles verliert. Ob er Jean Grey töten muss, Charles Xavier verliert und dann die X-Men anführen muss. Etwas, wofür gerade er nicht geeignet ist, aber er ist der Einzige, der noch da ist. Weil Wolverine ist das ein Überlebenskünstler. Das sagt Magneto perfekt, das sagt er selber. Survivor. Bob. Und gleichzeitig verliert er seinen düsteren Humor so gut wie nie. Dass er derjenige ist, der zurück in die Vergangenheit reist, um seiner Mentorenfigur Charles Xavier ebenfalls eine Mentorenfigur zu sein, um das erste Mal seinen Verstand und seine Empathie einsetzen zu müssen, das ist seine größte Schwachstelle. Das ist nicht das, was er kann. Was er kann, ist Leute zerschredden mit seinen Krallen. Und dann haben wir Logan. Und Logan ist das, was ich an meinem Superhelden-Entertainment liebe. Und zwar, wenn man diese Figuren nimmt, die wir ohnehin schon lieben, und sagen, die Kostüme spielen keine Rolle, die Welt muss nicht ändern, aber wer ist der Typ? Und der Typ, der hat's einfach nicht leicht. Jahre später, alle X-Men sind tot, Charles Xavier hat sie versehentlich getötet, ist alt, ist krank und er muss sich um ihn kümmern, weil das alles ist, was er in dieser Welt noch hat. Das heißt, Logan will eigentlich nur sterben. Das ist das Einzige, was er nie konnte. Sterben, weil er immer wieder heilt, egal wie viele er um sich herum verliert. Doch jetzt ist es soweit. Er ist krank. Das Adamantium macht ihn krank. Er heilt nicht mehr so gut. Aber das einzig Wundervolle, was er noch hat, ist eine kleine Laura, die er kennenlernt und sagt, das ist quasi meine Tochter. Und über Umwege lerne ich sie zu lieben. Und ihr das Leben zu geben, das mir nie gegeben wurde. Sie soll auch eine Waffe sein wie ich. Ein Experiment, das einfach nur existiert, um rumzuschlachten. Sie nicht. Dafür gehe ich. Und dafür sterbe ich. Und das nicht als irgendwer. Ich sterbe als X-Man. Der letzte X-Man da draußen auf der Front. Und das macht ihn einfach zu einem der besten Superheldencharaktere aller Zeiten. Selbst in den Comics liebe ich ihn ohne Ende, aber was sie noch auf der Leinwand mit ihm geschaffen haben, großartig. Bitte Deadpool 3, verkackt es nicht, wenn ihr ihn schon zurückbringt nach Logan. Aber ja, ich liebe Logan, ich liebe Hugh Jackman in dieser Rolle. Und selbst wenn es wirklich ein paar Filme gibt, die scheiße sind, ich gucke dich an X-Men Origins. Wolverine war immer der Wahnsinn. Es war ein Charakter, der so aus der Reihe tanzt, der uns etwas gegeben hat, was nicht wirklich der klassische Superheld ist. Aber genau deswegen sind die heldenhaften Momente bei ihm so verdient. Und deswegen verdient er 4. Platz. What's the S stand for? It's not an S. Ich spreche viel über damaged Charaktere, Leute, die so ein bisschen depris sind und fertig und ängstlich, aber mein Platz 3 ist das Gegenteil. Mein Platz 3 ist der klassischste Superheld auf der Welt. Und Leute sagen mir auch manchmal, der ist langweilig. Ich probiere jetzt ein Plädoyer für ihn zu halten. Superman, aka Clark Kent. Clark Kent ist mittlerweile etwas Besonderes geworden, weil früher waren Superhelden optimistisch, fröhlich und so weiter und so fort. Heute sind fast alle ein bisschen damaged. Ich meine, guckt euch mal meine Liste an. Clark Kent musste nichts Traumatisches erleben, um das Richtige zu tun. Ja, Krypton ist gestorben, sein Volk ist gestorben, aber das ist etwas, was er nie mitbekommen hat. Zu diesem Volk hatte er keine Bindung. Seine Familie sind die Kents, Jonathan und Martha Kent. Die haben ihn großgezogen. Er ist ein Kansas-Boy. Und das ist das sehr Besondere an Clark Kent. Er ist ein Gott, der auf Erden wandelt. Aber er sieht sich nur als einen kleinen, schüchternen Jungen aus Kansas mit zwei wundervollen Eltern, die ihm das gegeben hat, was jedes Kind braucht. Liebe. Und diese Liebe für die Menschheit, die möchte er weitergeben. Das heißt, selbst wenn er herausfindet, wer er ist, wo seine Vergangenheit ist, das Erste, woran er denkt, ist, ich möchte die Menschen beschützen. Die Menschen verdienen es, geschützt und geliebt zu werden, so wie ich geliebt wurde. Und gleichzeitig machen das die Probleme zu dem kosmischsten und most unrelatable Hero da draußen, machen sie zu den menschlichsten Problemen. Sowas wie, ich kann meinen Vater nicht retten, weil er einen Herzinfarkt hat. Gegen Cholesterin kann ich nichts machen. Oh mein Gott, was ist, wenn ich die Liebe meines Lebens Lois Lane verliere? Das sind die Motivationen, die Clark Kent hat. Und gleichzeitig möchte er auch etwas Gutes tun
auf Makroebene. Was wird er? Er wird Journalist für den Daily Planet, weil er für die Wahrheit einsteht. Er ist so durch und durch Mensch und liebt es, Mensch zu sein, dass sein wirklicher Name, Kal-El, ja, er hört manchmal drauf, aber er ist Clark. Mit Kal-El hat er nichts zu tun mehr. Selbst mit Jor-El, der Fortress of Solitude, wird ihn immer daran erinnern, was seine Aufgabe ist für die Menschheit. Aber die Tatsache, warum er sich überhaupt für die Menschheit juckt, das ist seine menschliche Erziehung. Und umso schockierter ist er, dass ausgerechnet der Typ, der ihn immer wieder fertig machen will, das ist nicht zwingend ein Außerirdischer, das ist nicht Zod, das ist nicht Brainiac. Der heftigste Gegner, den Clark kennt, immer und immer wieder hat, ist Lex Luthor. Und den kann er nicht umbringen, weil das so wäre, als wenn ich auf eine Ameise trete. Er muss ihm zeigen, dass es etwas Besseres gibt, weil das ist das Menschliche zu tun. Und seine Liebe zu Lois Lane erdet ihn ebenfalls so krass. Und das macht Clark Kent so besonders, so süß. Warum macht er, was er tut? Weil es das Richtige ist. Und dafür musste niemand sterben. Deswegen nichts als Liebe für Superman, aka Clark Kent. I just want to say I really like what you do. I think it's great. Thanks. Wir kommen zu Platz 2. Es war so schwer. Ich habe eine Münze geworfen. Was mag ich mehr? Weil ich rede über beide sehr häufig. Und es tut mir ein bisschen weh, aber Platz 2, Peter Parker, a.k.a. Spider-Man. Und ja, ich konzentriere mich hier vor allem auf die Sam Raimi-Trilogie, weil die hat für mich Peter Parker eingefangen wie keine andere Filmreihe, wie keine andere Interpretation. Obwohl ich auch sowas wie Spider-Verse liebe und den ersten Amazing Spider-Man mag und No Way Home war auch gut. Nichtsdestotrotz, Peter Parker ist einfach nur ein gutes Kind. Er wurde nett erzogen von seinem Onkel Ben und seiner Tante May und er war schon immer jemand, der eher dieses ruhige Kind in der Ecke war. Ein kleiner Nerd, er liest Comics. Er war der Nerd, der auf Metaebene Comics lesen würde von all den anderen Superhelden, aber niemals auf die Idee kommen würde, dass er selber einer werden kann. Und nur durch einen Unfall ist er es geworden und weil er aber ein einziges Mal an sich selbst gedacht hat und kurz darauf sein Onkel gestorben ist, wusste er aus großer Macht voll große Verantwortung. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Das bedeutet, jedes Mal, wenn Spider-Man das Richtige tut, leidet Peter Parker. Er leidet, weil er finanzielle Sorgen hat. Er leidet, weil er häufig mit der Frau, die er so sehr liebt, nicht zusammen sein kann. Er leidet, weil er seine Tante enttäuschen muss und so weiter und so fort. Aber dafür hält er New York City sicher und er verrät es denen ja nur nicht, wer er ist, um sie zu schützen. Aber wenn er irgendwann sagt, nee, ich muss aber auch Peter Parker sein, ich muss mit MJ zusammen sein, ich muss wieder beim Daily Bugle das Ganze rocken und so weiter. Ich meine, ich arbeite im Grunde genommen für den Wichser, der meine zweite Persona jeden Tag trasht in der Zeitung. Und wenn er sich dann irgendwann mal für sich einsetzt, sieht er, dass es weitere Konsequenzen hat und dass dann New York City leidet. Und das kann er nicht zulassen. Er hat diese Verantwortung. Das Besondere ist, das hat irgendwann mal Stan Lee gesagt, viele Superhelden tragen Masken, um ihren Bad Guys Angst einzujagen. Spider-Man trägt eine Maske, um seine eigene Angst zu vertuschen. Und das macht ihn irgendwie wundervoll. Spider-Man ist ein Kerl, der ist so wie du und ich. Das ist jemand, der ein gebrochenes Herz hier und da hat. Das ist jemand, der nicht weiß, wie er die nächste Rechnung bezahlt. Und gleichzeitig muss er sich noch einer ganz anderen Verantwortung stellen. Und die muss über allem anderen stehen, weil er nun mal diese Kraft hat. Und die muss er zum Guten einsetzen, weil so wurde er erzogen. So wurde er von seinen liebenden Zieheltern erzogen. Und er möchte da das bessere Beispiel sein. Und deswegen ist es eine Coming-of-Age-Story. Und Spider-Man, je älter er wird, desto mehr wird er mit ernsteren Problemen konfrontiert. Weil das Leben hört nicht nach der Highschool auf. Oh Gott, das fängt gerade erst an. Da kommen noch ganz andere Sachen auf ihn zu. Und dass er dann noch hier und da als Mentorenfigur fungieren kann für einen Miles Morales, was spannend ist, weil niemand hat ihm beigebracht, Spider-Man zu sein. Und niemand kann es wirklich Miles beibringen. Das, was dich so besonders macht, ist das, was dich zu Spider-Man macht. Deine eigene Art und Weise, es herauszufinden. Peter Parker, ich werde immer einen Platz für dich in meinem Herzen haben. Ich liebe dich ohne Ende, deswegen verdienter zweiter Platz. I'm vengeance. Wir kommen zu Platz 1 und hier haben wir The Dark Knight, Batman, I am vengeance, I am the Knight. Und ich musste mich fragen, warum Batman über Spider-Man? Und dann bin ich echt in mich gegangen und ich glaube, ich kann es erklären.
Batman ist ein Charakter, der so komplex, so vielschichtig ist, dass ich wirklich viele unterschiedliche Interpretationen liebe, weil sie jedes Mal etwas Neues in den Fokus stellen, was diese Figur ausmacht. Bruce Wayne ist am Ende des Tages immer noch der 8-jährige Junge, der Thomas und Martha Wayne verloren hat, die erschossen worden sind vor seinen Augen. Und deswegen ist er ein Kontrollfreak. Er möchte eine korrupte und unvorhersehbare Stadt irgendwie kontrollieren können, sodass da zumindest ein bisschen Ordnung ist. Er möchte Angst bei den Leuten inspirieren, damit nicht noch irgendwo ein 8-jähriger Junge ist, der das durchleben muss, was er durchleben musste. Und deswegen schiebt er so gut wie alle von sich weg. Alfred, eigentlich seine Vaterfigur, er kann ihm häufig nicht in die Augen gucken, weil dann lässt er es ja zu, ihn zu lieben. Und wenn er ihn liebt, dann bedeutet es, er hat jemanden in seinem Leben, den er auch potenziell verlieren könnte. Das ist die spannendste Geschichte. Und das ist die Art und Weise, wie Matt Reeves sie erzählt hat. Aber wir haben auch Christopher Nolan, der uns zeigt, Batman muss mehr als nur Batman sein. Batman ist eine Persona. Batman ist dieses Horrorwesen, das der Unterwelt Angst macht. Aber dann gibt es noch Bruce Wayne und Bruce Wayne muss Playboy sein, weil sonst fällt es ja auf, wieso fehlt Bruce Wayne, wenn Batman irgendwo zu sehen ist. Das heißt, er muss das Gegenteil sein. Und dann gibt es den echten Bruce und der echte Bruce ist immer noch verletzt. Der echte Bruce ist immer noch der, der nur Alfred hat und alles andere nicht haben will. Gleichzeitig ist er auch ein meisterhafter Detektiv. Er ist so intellektuell. Im Zusammenschluss mit der Justice League ist er derjenige, der sich alle anguckt, nur potenzielle Gefahren sieht und weiß, okay, ich bin nur ein Mensch, aber ich finde deine Schwachstelle, deine Schwachstelle, deine Schwachstelle. Für den Fall der Fälle, dass ihr irgendwie crazy werdet, mache ich euch tot. Oder zumindest dingfest. Und das macht ihn auch zu einer Gefahr, weil letztendlich geraten ja diese Pläne in die falschen Hände. Und das Besondere ist, alle Bad Guys in der Welt von Gotham City spiegeln auch irgendeine Facette von Batman wider. Catwoman, Sinn für Gerechtigkeit, kostet es, was es wolle. Das wäre Batman, wenn er zu weit geht. Will er nicht sein, aber deswegen, für Selina Kyle hat er ja auch was übrig, aber Gotham City kommt zuerst, weil das ist das Versprechen, das er seinen Eltern gegeben hat. Der Riddler ist tatsächlich jemand, der häufig aus ärmlichen Verhältnissen kommt und ebenfalls diese Stadt verändern will, aber das mit Mord und Totschlag kann Batman nicht zulassen. Der Joker ist eine Reaktion auf Batman. Ultimative Ordnung, ultimatives Chaos und so weiter und so fort. Scarecrow ist wortwörtlich jemanden, der dich mit Angst fertig macht. Und das ist das Mantra von Batman. Das heißt, tagtäglich wird er mit seinen eigenen Psychosen konfrontiert in einer Welt von Bad Guys, die eventuell nur größer wird, weil sie sich von ihm hat inspirieren lassen. Und das finde ich so wahnsinnig spannend. Batman, Bruce Wayne, es ist auch der Charakter, ich bin ehrlich, wenn immer ein neuer Batman-Film angekündigt wird, ich will wissen, wer ihn spielt, ich will wissen, wer Regisseur ist und ich gucke mindestens 2, 3 Filme von dem Regisseur, um zu sagen, wir haben einen neuen Batman-Film, ich bin ready. Batman muss die Nummer 1 sein. Ich lese auch gerade wieder The Long Halloween und kann es jedem nur empfehlen. Aber auf der Kinoleinwand gibt es keinen Superhelden, mit dem ich so eine Verbindung aufgebaut habe über die Jahre. Ob es Tim Burton, Michael Keaton Batman ist, ob es Christopher Nolan, Christian Bale ist, ob es sogar die Trickserie ist rund um Kevin Conroy, hier die Animated Series und Mask of the Phantasm, oder vor kurzem Robert Pattinson. Nein, ich habe George Clooney nicht erwähnt, weil I freeze, I'm Batman. Ihr wisst warum. Und damit beende ich mein Ranking meiner absoluten Lieblings-Superhelden auf der Kinoleinwand oder den Streaming-Services. Doch jetzt frage ich euch, wie würden eure Top 10 Superhelden aussehen? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.